Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute die Crew. Die Crew war letztes Jahr Kennerspiel des Jahres. 2020. Was niemanden verwundert hat. Nee, haben wir alle mit gerechnet. Es ist so ein gigantischer Titel. Also wir haben den das erste Mal auf der Messe Essen gespielt. 2019. Das ist, genau, wir haben es direkt angespielt. Ja. Und waren sofort verliebt, wir beide. Ja. In dieses Spiel und das war mega. Und das ist schon die dritte Box, die wir haben und es ist auch die dritte Auflage und die hat immer noch den Pöppel nicht. Also das Spiel war halt erst in der vierten Auflage oder so mit dem Pöppelaufdruck, weil es halt auch einfach mega gut ist und zu Recht. Warum? Warum? Weil es ein kooperatives Stichspiel ist. Klingt erstmal wirklich crazy, funktioniert aber so Bombe. Das kann man spielen mit 3 bis 5 Spielern. Es gibt, glaube ich, irgendwie eine 2-Spieler-Anpassung, aber das habe ich mich nie mit beschäftigt. Kann ich auch besser nicht wirklich ernst sollte man nehmen. Nicht machen. Nee. Es steigt auch im Schwierigkeitsgrad mit der Spieleranzahl an. Also zu dritt ist es deutlich einfacher als zu fünft. Genau. Der Witz ist, bei diesem Spiel hast du verschiedene Missionen. Also es gibt so ein Logbuch, in dem steht, welche Missionen man spielt. Und das verändert sich dann halt immer, die Aufträge, die man machen muss. Und es gibt 50 Missionen im Grundlogbuch. Und inzwischen gibt es auch schon ein paar Zusatzmissionen. Und es wird auch demnächst ein neues Die Crew-Spiel geben, auf das wir sehr gespannt sind. Das spielt im Weltraum und das neue wird dann unter Wasser spielen. Ja. Also da freuen wir uns schon sehr drauf. 50 Missionen haben wir schon durchgespielt, zu dritt und zu viert. Zu fünft sind wir, glaube ich, irgendwie so bei Missionen, keine Ahnung, weit. 35 oder so. Und dann kam halt Corona und spielen zu fünft ist halt irgendwie nicht mehr so angesagt. Geht aber online. Also es gibt auch sowas wie auf Tabletopia, ja, wo kann man spielen. Richtig. Auf jeden Fall. Wir haben schon mindestens 150 Partien auf jeden Fall. Also mindestens. Wir haben schon, also der Klassiker ist halt tatsächlich so, wollen wir noch kurz eine Runde die Crew spielen und dann spielen wir halt 3 Stunden die Crew. 4 Uhr morgens sind wir schon raus. Ja. Ein Klassiker. Also es ist wirklich das absolute Knallerspiel. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Stichspielkind. Also ich habe wirklich in meiner frühesten Kindheit mit Stichspielen angefangen und liebe Stichspiele. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben ein Video veröffentlicht, wo wir ganz viel über Stichspiele insgesamt reden, über die Geschichte der Stichspiele, über verschiedene Mechaniken. Also wenn ihr noch nie irgendwas mit Stichspielen zu tun habt, dann guckt euch am besten das Video an und wir erklären euch hier so ein bisschen, wie das mit der Crew funktioniert. Und die Crew funktioniert ganz außergewöhnlich. Ja. Wir haben jetzt für 3 Spieler aufgebaut. Da sitzt unser unsichtbarer Mitspieler, ihr kennt ihn alle schon, aber ihr habt ihn noch nie gesehen. Und wir können es nicht spielen, weil wir halt nicht zu dritt sind. Mhm. Und natürlich die Magie eines Stichspiels ist, dass man nicht weiß, was die anderen auf der Hand haben, auch in der kooperativen Variante. Der Clou bei der Crew ist nämlich, dass man alle sein Wissen, das man durch andere Stichspiele angesammelt hat im Laufe der Jahre, braucht, um es komplett anders einzusetzen. Man will nämlich, dass bestimmte Stiche an bestimmte Spieler gehen. Genau. Und wir haben hier in der Mitte kleine Karten. Ja, also vom Format her kleiner als die, die wir auf der Hand haben. Und es sind aber genau die Karten, die es auch in diesem Spiel gibt. Also es gibt auch im Spiel eine große pinkfarbene 2, eine große pinkfarbene 7 und eine große gelbe 5. Das ist übrigens auch für Farbenblinde komplett spielbar, denn es wird mit Symbolen gearbeitet. Das heißt, die pinken Karten haben alle dieses kleine Quadrat, die gelben haben dieses Kreuz. Ja. Und es gibt noch Blau und Grün. Blau hat und einen Kreis. Schwarz und ohne Symbole. Es gibt nämlich 4 Farben, die Zahlen 1 bis 9 und 4 Raketen. Mhm. Das sind diese schwarzen Karten mit den Werten 1 bis 4. Und das sind quasi die Supertrümpfe. Ja. Wichtig bei diesem Spiel und auch recht ungewöhnlich ist, es sind immer alle Karten mit im Spiel. Das heißt, man kann ganz genau darauf schließen, wer was hat, denn es gibt Möglichkeiten, unter anderem Tipps zu geben. Ich könnte zum Beispiel, es ist so, dass am Anfang wird immer eine Mission vorgelesen. In diesem Fall haben wir eine Mission. Es gibt 3 Aufträge und einer dieser Aufträge muss im letzten Stich sein. Und zwar genau dieser. Also genau nicht irgendeiner, sondern genau. Ich habe sie jetzt nacheinander aufgedeckt. Bei der 3. Karte wird das Omega dazugelegt. Richtig. Und jetzt müssen wir erstmal die Aufträge verteilen und mal angenommen, also jeder wählt sich dann tatsächlich einen Auftrag aus. Und wer fängt an? Ich fange an, denn ich habe die schwarze 4. Mhm. Das ist
die Viererrakete. Und deswegen bin ich jetzt der Commander. Ja. Das heißt, dass ich mir als erstes einen Auftrag nehmen muss. Und ich nehme diesen Auftrag. Genau. Das bedeutet, dass ich gleich, wenn wir die Stichrunde starten, irgendwann muss ich den Stich bekommen, in dem die Rosa 7 ist. Egal, wer sie gespielt hat, der Stich muss zu mir kommen nach den, ich sag mal, normalsten Stichspielregeln. Genau. So. Jetzt hat der zweite Spieler, also in Reihenfolge nach dem Kapitän, muss der nächste Spieler einen Auftrag auswählen. Der wird jetzt diesen hier auswählen. Also wir kennen seine Karten nicht, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Das heißt, ich muss diesen Auftrag nehmen und sehe gleich schon, das ist schwierig. Und gebe gleich am Anfang auch meinen Kollegen dann einen Hinweis. Ich sage dann auch gleich, ich möchte gerne euch einen Hinweis geben. Und mache Folgendes, ich lege diese Karte offen aus und platziere meinen Hinweismarker hier in die Mitte. Das bedeutet, ich habe genau eine pinkfarbene Karte. Ich könnte auch eine andere Art von Hinweis geben. Ich könnte nämlich zum Beispiel auch sagen, die 1 ist die kleinste pinke Karte. Das würde wenig Sinn ergeben. Die 1 ist die größte pinke Karte, würde noch viel weniger Sinn ergeben. Also ich sage, die 1 ist die einzige Karte, die ich habe. Ich hätte jetzt zum Beispiel aber auch sagen können, hier, der Typ muss die 5 haben. Ich könnte jetzt vielleicht sagen, guck mal hier, ich habe die 8 und das ist meine kleinste gelbe Karte. Dann wissen die schon, aha, dass er die 5 kriegt, könnte schwierig werden, weil ich halt nur große gelbe Karten habe. Und die vielleicht nimmst. Denn genau. Die grundsätzlichen Regeln, wenn es losgeht, sind die, die man so kennt. Einer kommt raus mit einer Farbe, die muss bedient werden. Und nur wenn man die Farbe nicht hat, darf man andere Farben oder halt Raketen spielen. Genau. Sollte jemand mit einer Rakete rauskommen, das gilt quasi als Trumpf. Also die höchste, die Rakete gewinnt immer. Und ansonsten gewinnt die Farbe, die rausgespielt wurde, davon die höchste Zahl. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel auch die 8 angezeigt hättest, diese gelbe 8, die du gerade liegen hattest, dann zeigt sich schon, warum das Dreispielerspiel einfacher ist als zu viert oder zu fünft. Denn wenn Silke die gelbe 8 anzeigt, dass sie ihre kleinste Zahl ist, dann wissen wir beide, also der Mr. Unsichtbar und ich, dass, wo die 5 ist. Weil wir wissen, dass Silke sie nicht haben kann. Wenn er sie nicht hat, weiß er und ich und Silke, ja Silke nicht, aber wir beide wissen, dass sie auf jeden Fall bei mir ist. Mhm. Und beim Vierspielerspiel gibt es dann halt immer noch Informationen, könnte immer noch zwischen den drei genau. Übrigen irgendwie was sein. Auch hier mit dem, das ist meine einzige Karte, ist natürlich jetzt ganz klar, dann wissen wir genau, die beiden wissen ganz genau, wer welche pinken Karten auf der Hand hat, denn die pinke 1 ist meine einzige Karte. Deswegen ist es beim Dreispieler-Spiel deutlich einfacher, die Mission zu erfüllen. Genau, es ist trotzdem super spaßig und die Mission, ich meine, es gibt 50 Stück, die werden auch wirklich schwerer gegen Ende hin. Und, es gibt nicht nur Missionen, wo bestimmte Aufträge verteilt werden, sondern es gibt auch Missionen, die zum Beispiel sagen, eine einzelne Eins, die nicht Trumpf ist, muss einen Stich gewinnen, zum Beispiel. Oder niemand darf jemals 2 Stiche mehr haben als jedes andere Crewmitglied. Genau, dann gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal gibt es auch gar keine Karten in der Mitte mit einer Eins, genau, hast du schon gesagt, einen Stich gewinnen. Und wir haben natürlich nicht nur zum Beispiel das Omega, das sagt der letzte Stich, das muss der letzte von diesen 3 Stichen sein, sondern wir haben auch teilweise, der erste muss das sein, der zweite dies und der dritte das. Oder auch nur eine relative Reihenfolge, also dieser vor dem, aber wenn da noch 2 andere Karten liegen, ist egal, ob die davor oder dazwischen passieren. Genau. Manchmal ist die Kommunikation auch eingeschränkt. Da steht dann auch im Logbuch zum Beispiel, ihr dürft erst ab dem 3. Stich kommunizieren oder aber eure Kommunikation ist gestört. Dann darf man nur eine Karte auslegen, ohne anzuzeigen, ist es die höchste, die einzige oder die niedrigste. Also da gibt es noch so ein paar Sachen, die ganzen Sachen noch ein bisschen schwieriger machen. Bei 5 Spielern ist es von sich aus schon so schwer, dass es manche Level gibt, die sind hier golden markiert. Die absichtlich ein bisschen leichter sind. Da darf man dann nämlich einmal diese Karten tauschen, also zwei Spieler unter sich die kleinen Karten weitergeben, weil das dann tatsächlich wirklich schwer ist. Und es gibt später echt Missionen, wo man auch wirklich 8 Karten auf dem Tisch hat oder so, die verteilt werden müssen. Ja. Das ist schon happig, aber es macht unglaublich Spaß. Wenn man nur halbwegs Bock hat auf so Stichspiele, dann ist es ein ganz, ganz großartiges Spiel. Genau.
Wie ihr seht, können wir euch das Spiel nicht so richtig als Spielzüge zeigen, denn zu dritt sind wir halt nicht, und sonst hätten wir euch mal kurz eine Runde gezeigt, so ein bisschen was dazu gesagt, wer spielt wann, warum, welche Karte. Das können wir jetzt einfach nicht machen. Wir können euch nur sagen, wenn ihr Stichspiele schon kennt, solltet ihr euch das unbedingt mal angucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt es auch wunderbar mit so Stichspiel-Veteranen spielen, also so hier Oma und Opa, ja, die vielleicht ihr Leben lang irgendwie Skat oder Doppelkopf gezockt haben, die kommen da ziemlich schnell rein. Es gibt, ja, ja, es gibt halt, also was wir sagen können, um euch das näher zu bringen, wenn ihr schon Stichspiele kennt. Es gibt halt keine Trumpffarbe, sondern man gibt die zu bedienende Farbe. Mhm. Es gibt dann die Raketen, die sind immer stärker als das, was kommt. Aber ja, auch die darf man nur werfen, wenn man nicht bedienen kann. Ja. Sollte jemand mit einer Rakete rauskommen, müssen aber Raketen, ja, bedient werden. Das kann man auch zu seinem Vorteil nutzen. Oder, genau, es kann am Ende richtig hakelig werden, wenn nur noch wenig Karten auf der Hand sind und ich habe dann eine Rakete, will aber gar keinen Stich mehr kriegen oder so, dann überlegt man echt, wie man das hinkriegt. Wir haben die Crew tatsächlich auch schon etlichen Leuten gezeigt, die noch nie in ihrem Leben ein Stichspiel gespielt haben. Bei der Gelegenheit haben wir festgestellt, dass es doch mehr sind, als wir dachten. Ja, verrückt. Also wenn ihr dazugehört, auf jeden Fall die Crew spielen. Ja, aber es ist machbar. Also man kann auch als jemand, der noch nie in seinem Leben Stichspiele gespielt hat, durchaus mit die Crew anfangen. Es ist aber schon auch, also man darf sich da so ein bisschen Eingewöhnungszeit gönnen, bis man so gewisse Sachen rausgefunden hat, wie mache ich das, damit ich überhaupt noch an die Farbe rankomme. Also wir haben auch schon mit einigen Leuten gespielt, die noch nie Stichspiele gespielt haben in unserem Team und haben dann immer festgestellt, dass die dann irgendwann stocken und sagen so, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das jetzt noch funktioniert. Genau, deswegen auch ganz wichtig, das Spiel ist halt kooperativ und man soll eigentlich gar nicht kommunizieren. Mhm. Es gibt sogar Leute, die sagen, man darf gar nicht reden am Tisch. Das sind wir blöde. Natürlich möglichst nicht über das Spiel. Aber wenn ihr gerade Neulinge am Tisch habt, dann könnt ihr durchaus mal laut denken, auch vor allem zwischen den Zügen oder zwischen den Stichen, mal überlegen, ja, aber das könnte ja sein. Also um euch selbst das Spiel näher zu bringen in den ersten Partien, hilft es echt, wenn man einfach ein bisschen darüber redet. Mhm. Also ich habe die Karte gespielt, weil das und das. Mhm. Also nicht mitten im Spiel, aber zwischendurch. Und dann kommen die Leute auch drauf. Ja. Ah ja, klar, du hast die Rosane gespielt, weil du wusstest, dass er keine mehr hat. Und deswegen konnte er seine blaue 4 da reinwerfen oder was auch immer. Also es hat eine unfassbare Lernkurve. Mhm. Und auch wenn man ohne Wissen anfängt, dann ist die natürlich viel steiler, diese Kurve. Kann aber am Anfang auch ein bisschen haken, weil du weißt gar nicht, was alles möglich ist. Den Leuten Sachen von der Hand zu ziehen, absichtlich. Manchmal, wir hatten schon Partien, da guckst du die Hand und denkst, das schaffen wir nicht. Die Aufträge, das schaffen wir nicht. Und doch, wir versuchen das. Und oh mein Gott, wie hat das denn geklappt? Ja. Das ist ein total tolles Erlebnis. Ja, super toll. Man hat nur einen Tipp, wenn überhaupt, pro Runde. Da muss man ihn ausgeben. Mhm. Und da überlegst du dir auch, nee, ich warte noch mit dem Tipp, bis es wichtiger ist. Ich müsste 7 Tipps geben, dann warte ich, bis Dinge passiert sind und ich denke, ah, jetzt wäre ganz gut. Ja? Ja. Also auch das Timing ist super wichtig. Und all diese Faktoren, also diese Lernkurve und diese Spannung, was passiert, machen dieses Spiel so großartig. Was man aber auch sagen muss, ist, dass ein und dieselbe Mission, keine Ahnung, wir spielen Mission 24, und dass die mal schwerer, mal leichter ist, nicht nur von der Spieleranzahl abhängig, sondern auch einfach davon, wie die Karten fallen. Mhm. Also diese kleinen Karten, die in der Mitte liegen, können mal so liegen, dass man sich von Anfang an denkt, wie sollen wir das schaffen? Und mal liegen die so, dass man denkt, ach, das ist aber einfach. Ja. Das ist halt so. Mhm. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil es macht so viel Laune, dass du es eh häufiger spielen willst. Und das ist super zu sehen, wie du denkst, bei der Mission, da haben wir total lange dran gearbeitet. Wir haben echt schon über 2,5 Stunden an einer Mission gesessen. Immer und immer wieder. Zu 5 und ja gut, mitten in der Nacht und so. Aber es ist richtig krass. Ja. Also wir sind mega verliebt in dieses Spiel. Ja, absolut. Zu Recht Kennerspiel des Jahres. Definitiv. Und auch Kennerspiel, weil man halt immer wieder ein paar Sachen nachgucken muss. Man muss immer wieder das Logbuch nehmen, klar wegen des Levels. Wenn man will, kann man das irgendwie so als Kampagne spielen und sich so Punkte aufschreiben. Und es steht jede Menge drin und das ist Story. Also ihr müsst gar nicht alles lesen, was ihr jetzt hier seht. Das ist sehr viel Story. Ja. Diese Weltraum-Story, eure Basis ist zusammengekracht und jetzt einer muss raus und das machen. Kommunikation ist zusammengebrochen. Also auch für Story-Verliebte bietet das Spiel. Mhm.
Ja, also ich will auch nochmal zurückkommen auf das Kennerspiel. Es war eine ganze Zeit lang, war sich die Community nicht einig, ist es ein Kennerspiel oder ist es der rote Pöppel? Und ich habe gebetet, dass es bitte ein Kennerspiel werden möge, denn ich habe gedacht, also wenn man das wirklich Leuten hinstellt und die denken so, ja, roter Pöppel ist immer total easy und voll die leichten Spiele, kommt man leicht rein, und die Leute aber wirklich noch nie in ihrem Leben ein Stichspiel gespielt haben, vollkommen überfordert damit. Schon krass, ne? Ja. Ich sage nicht, dass man es nicht spielen kann, aber man muss sich darüber bewusst sein, dass es schon ein Level drüber ist, wenn man tatsächlich noch nie Stichspiel vor allem vom Schwierigkeitsgrad. Ja. Also irgendwann sind die Level halt, da musst du echt Wissen anwenden. Rote Pöppel war ja immer so, das kannst du mit Leuten spielen, die überhaupt gar keine Spielerfahrung haben. Also zumindest in den letzten Jahren ist der rote Pöppel immer sehr, sehr niedrig angesetzt gewesen. Und insofern bin ich sehr froh, dass es das Kennerspiel geworden ist. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf den Nachfolger, der hoffentlich bald kommt. März 2020 war angekündigt. 21 hoffentlich. 2021, ja, ja, schon 2021. Genau. Also, wenn ihr Bock habt, euch das mal anzusehen, dann macht das auf jeden Fall. Ansonsten wartet einfach, bis wir wieder geöffnet haben, und wir erklären euch das wahnsinnig gerne. Wir haben mindestens 3 Versionen. Und begleiten euch auch die ersten Runden und nehmen euch so ein bisschen an die Hand, ist gar kein Thema. Und nicht verzweifeln, wenn es nicht auf Anhieb klappt, ja. Das soll so. Ja? Das stimmt. Das muss man auch reinwachsen. Genau. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Crew.